Ausufernde Straßenpartys, Vandalismus, Schlägereien. Angesichts eines andauernden Ansturms feiernder Besucher inmitten der Corona-Pandemie haben die Behörden in Miami Beach im US-Bundesstaat Florida den geltenden Notstand verlängert. Bis mindestens 30. März gelte von 20 bis 6 Uhr in Gegenden wie der berühmten Partymeile Ocean Drive in South Beach weiterhin eine Ausgangssperre, gab die Stadtverwaltung bekannt. Jetzt soll es auch mehrere Tote gegeben haben. Eine 24-Jährige wurde laut Polizei unter Drogen gesetzt und vergewaltigt. Die junge Frau starb in ihrem Hotel. Die Todesursache ist noch unklar. In Panama City gab es gleich zwei Todesopfer. Ein 14-Jähriger wurde bei einer Feier erschossen. Ein 31-Jähriger sprang mit seinem Fallschirm aus dem 23. Stock eines Hotels. Der Fallschirm öffnete sich dabei leider nicht. Seit dem Beginn des Spring Breaks Anfang Februar habe es mehr als 1000 Festnahmen gegeben, teilte die Polizei mit. Rund 80 Feuerwaffen seien sichergestellt worden. Es fühlt sich an, als wäre unsere Stadt gerade ein Pulverfass, sagte Bürgermeister Dan Gelber am Montag dem Sender CNN.